bis abends hier die Lügen über die Bibel verbreiten. Was meinst du, was der lebendige Gott mit dem machen wird? Was meinst du, wie schrecklich es ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen? Ja, wenn die einmal drin sind, dann bleiben die immer drin in der Hölle. Und das vergessen die einfach. Die vergessen das. Die blenden das so aus, die sind so geblendet, der Teufel hat einfach deren Hände auf deren Augen, na, und verblendet die. Ohren zu, Augen zu. Das ist der Wahnsinn. So eine Blockade habe ich noch nie erlebt. Ja. Der Islam, der 600, 700 Jahre später kam, kein Schriftstück hat ihm prophezeit, nichts. Es gibt kein Schriftstück, was älter als der Koran und die Hadithe sind und die Bibel. Gibt es nicht. Was euch prophezeit, gibt es nicht. Hat es nie gegeben und wird es noch nie geben. Und die Bibel hat euch prophezeit, Galater 1, Vers 8. Wenn selbst ein Engel vom Himmel herabkommt und ein anderes Evangelium verkündigt als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Und das hat Das der sagt die Islam gemacht. Schrift. Die Schrift sagt, der sei verflucht. So, wir nehmen die Schrift ernst. Wir glauben alles, was in der Bibel geschrieben steht. Amen. So. Und wir nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Wir verkündigen das Evangelium, die frohe Botschaft. Es ist eure eigene Schuld, wenn ihr diese Botschaft verwerft. Nochmal, wir zwingen niemanden. Wir werden auch Richtig. niemanden zwingen. Jeder hat den freien Wille zu entscheiden, ob ich das annehme oder ob ich das nicht annehme. Verwerfe ich das oder verwerfe ich das nicht? Wie kann das denn sein, dass 600 Jahre später einer kommt und sagt, nein, er wurde nicht gekreuzigt, es erschien ihm nur so. Hat uns denn Gott 600 Jahre getäuscht, dass die Christen geglaubt haben, er wurde gekreuzigt, dann 600 Jahre später kam denn ein Mohammed, der gesagt hat, nein, er wurde nicht gekreuzigt, es erschien ihm nur so. Also das heißt, wir wurden alle verführt und getäuscht, dass wir 600 Jahre lang eine Botschaft verkündigt haben, die gar nicht passiert ist, richtig? Das Wahnsinn. heißt, die wurden alle verführt und es gibt keine Erretter. Die sind Menschen, die an den Herrn Jesus geglaubt haben, sind alle umsonst gestorben. Verstehe ich das richtig? 600 Jahre lang, wie viele Generationen, wie viele Menschen sind dran gestorben? 600 Jahre lang sind die alle umsonst gestorben. Die Menschen, die Augenzeugen, die das gesehen haben, also das ist ja unfassbar. Das ist unfassbar. Einfach Worte verdrehen, Lügen, ne, Quelle, vertrau mir. Das haben die. Die haben keinen handfesten Beweis, nichts. Ja, und Inshallah, deswegen, dass die Schriften guck mal, eigentlich originale Schrift sind und können ihre eigene Schrift nicht mal schützen. wer ist Jesaja 53? Wer ist denn Jesaja 53? Wem meint denn der Prophet Jesaja in Jesaja 53? Wer ist denn das? Der Messias ist gemeint, Der der Messias, genau, den die Messias. Juden abgelehnt haben, was auch prophezeit worden ist, dass sie ihn ablehnen werden. So, und die Muslime, sie glauben zwar, dass der Herr Jesus Christus nur ein Prophet ist, die Juden lehnen ihn ab, aber das reicht nicht. Der Herr Jesus ist nicht nur ein Prophet, er ist Gott, er wurde gekreuzigt, er starb für unsere Sünden, ist am dritten Tag auferstanden. Wenn du das glaubst, wärst du gerettet. Wenn du es nicht glaubst, so wie die Schrift sagt, wärst du verdammt werden. Gehst du verloren in alle Ewigkeit. Und da kannst du lachen, da kannst du spotten und da kannst du noch so viel mit deiner Religion ankommen. Deine Religion wird dich nicht retten. Deswegen habe ich auch immer, wenn die hier reinkommen, die stellen immer die gleichen Fragen. Wie so Cyborgs. Weißt du, so Cyborgs, die hier reinkommen, die stellen dir die Frage, du beantwortest dir die Frage und Cyborg gefällt diese Frage aber nicht. Die wollen eine weitere Frage hören. Ja, die stellen einfach noch mal die gleiche, so Und gerade nervt gerade beantwortet. ein. Guck mal, was gerade einer schreibt. Kam Jesus für die Menschheit oder für die Juden? Er kam für die ganze Welt, für die ganzen Menschen. Was ist das denn für eine Frage? Für die Menschen ist er gekommen, für alle. Nicht nur für die Juden, sondern auch für die Heiden. Genau. Wer an ihn glaubt, ist gerettet. In Johannes 14, 6 steht geschrieben: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jetzt, Niemand guck kommt mal, zum jetzt Vater kommt als wieder nur die, durch nein, jetzt mich. kommt eine Frage. Jetzt kommt eine Frage. Falsch, haha, falsch. Er lacht. Falsch. Nein, ist nicht falsch. Ist nicht falsch. Wahnsinn, was ist das denn für Warte eine ganz kurz. Also, schwachsinnige wenn Gott Frage? gestorben ist, guck mal, was für eine Aussage das ist. Wenn Gott gestorben ist, wer steuert so lange die Welt? Also die denken wirklich, guck mal, das Fleisch, versteht ihr das nicht? Aber Cyborg, das Gehirn ist ausgeschaltet, das ist jetzt das ist wie eine Steckdose. Wenn man ihnen die Gottheit erklärt, du ziehst die Steckdose
und das Gehirn fährt runter wie so ein PC. Aber dann, aber warte, aber wird dann Steckdose drin? Er wusste den jüngsten Tag nicht. Ich kann von mir aus selber nichts tun. Aber wenn man das beantwortet, Steckdose wieder gezogen und PC fährt wieder runter. Sie machen auf Permanent. stur. Sie machen auf stur. Natürlich. Das ist das Problem, wenn man ein verstocktes Herz hat, wenn das Herz verhärtet ist, wenn man verblendet ist, wenn man die Wahrheit nicht hören will, wenn man das selber nicht aufschlagen will, prüfen will, ja, dann ist man verdorben. Und wo kommen verdorbene Menschen hin? Hier. Hier kommen die ganzen verdorbenen Menschen hin, ohne den Herrn Jesus Christus. Genau. Da, seht ihr das? Da kommen die Menschen hin, ohne den Herrn Jesus Christus. Da kommen die Menschen hin, die von neu geboren werden, die an den Herrn Jesus Christus glauben. In Johannes 3, Vers 3, die von neu geboren werden. Die Wiedergeburt, das ist der wichtigste Schlüssel. Das sind die wiedergeborenen Kinder Gottes. Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Kinder Gottes. So. Darf ich dir eine Frage stellen? Du kannst alle Fragen stellen. Ich hoffe, Frage, dass ich wenn die auch beantworten kann. Wenn Gott gestorben ist, wer steuert so lange die Welt? Antworte doch. Guck mal, Also. ich gebe Ihnen einen Bibelvers. Ich gebe Ihnen einfach mal einen Bibelvers, damit er checkt. Okay. Damit er es ein bisschen kapiert. Ne? Erstmal wollte ich nur sagen, Gott ist allmächtig. Er kann überall sein, hier, dort und da. Ne? Nur mal nebenbei gesagt, wenn es dein Gott nicht kann, ist er nicht allmächtig. So, Philipper 2. Also Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 8 steht geschrieben, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als der Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Gott wurde Mensch, nicht Mensch wurde Gott. Und Gott ist allmächtig. Gott kann Mensch werden. Wenn dein Gott es nicht kann, dann ist dein Gott nicht allmächtig. Punkt. Wenn dein Gott auch nicht überall sein kann, dann ist dein Gott nicht allmächtig. Punkt. Das Fleisch ist gestorben, aber nicht Gott. Das Fleisch ist gestorben. Das Fleisch, das menschengemachte Fleisch, aber nicht Gottes Wesen. Akzeptierst du die Antwort nicht, ist es dein Problem. Ich warte, da will mal einer rein. Ich hole mal jemanden rein. Ja. Shalom, Gottes Segen. Deswegen. Ja, Gottes Segen, hallo. Hast du eine kurze Frage? Hört ihr mich? Ja, Wir wir hören hören dich. dich. Ist ein Ja. Bitte? Hört mich, Hört Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Hast du denn Ist eine ein Frage? Der hat kein Internet, das hat keinen Sinn. Kann man runternehmen. Der soll wieder hochkommen, wenn er Internet hat. Ja. Warte mal, hallo, meine Frage ist, wieso ist Jesus ein Gott? Nicht wieso ist Jesus. Jesus ist Gott, nicht er ist ein Gott, der ist Gott, ist Sohn, ist der Sohn, er ist Gott, da haben wir den Vater, Ja. er ist Gott, der Heilige Geist, er ist Ja, Gott. Drei in genau. eins. Wenn dein Gott es nicht kann, sich in drei zu teilen und trotzdem der eine selbe zu sein, dann ist dein Gott nicht allmächtig. Beispielsweise Wasser ist die richtige Fachbegriff H2O. Na? Wir haben gefrorenes Wasser, wir haben gasförmiges Wasser, wir haben Bruder, einmal flüssiges Wasser. darf ich Ihnen die Frage, ich möchte Ihnen mal einen Vers vorlesen, ja? Kannst du einmal gleich dazu eine Stelle lesen? Weil ich Ja, reiße sag mal das gerne du. aus dem Kontext, versuchen, ja, Takir hier zu machen. In Jesaja 58, ne? Na, ich glaube, ich Moment. weiß schon. Ich glaube, ich weiß schon. Aber Warte sag mal, ganz kurz. Jesaja 58. War, Warte, nein, ich nein, schlag kurz nein, auf, nein, 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 warte. nein, das war nicht Jesaja. Das war Ah. Jesaja 42. So, ich 42, lese es okay. einmal. Ich öffne es gerade. So, 42, ja. in der Schlachter lesen wir Jesaja 42, Vers 8. Ich bin der Herr,
das ist mein Name und ich will meine Ehre, hier steht meine Ehre, keinen anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. So, kannst Amen. Du bitte den Vers vorlesen, so wie sie alle den Sohn ehren, ne? Kannst du das einmal vorlesen? Die Parallelstelle dazu? Genau. Warte, genau. Danach müssen wir drauf eingehen. So. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und Leute, könnt ihr bitte alle den Stream einmal teilen, liken, bevor mein Essen noch nicht fertig ist? Ich bin der Herr, das ist mein Name. Bitte hör auf, diese Philosophie hier zu machen. Du bist hier kein Professor, ja? Mach hier keine Philosophie. So, also kannst du das einmal lesen, laut? Ja, ich muss den Bibelvers kurz finden, weil in Jesaja 42, Vers 8 habe ich ja schon gefunden. Es gibt ja eine Parallele dazu. Ja. Da muss ich das kurz raus. Ist nicht. Ein Moment, nicht warte. Also, warte ganz kurz. Johannes 5, Vers 23. Ah, sehr schön. Johannes 5, Vers 23 und dann Jesaja 42, Vers 8. So, Johannes 5, warte. Johannes 5, Vers 22. Johannes 5, Vers 23. 23, okay. Warte, ich schreibe mir jetzt das auf und dann ja. Nehme ich, dann warte, ich markiere das kurz, dann markiere ich den anderen und dann kann ich direkt beide vorlesen, damit es ein bisschen alle kapieren. So, jetzt nehmen wir mal Jesaja 42. So, da haben wir das. Warte kurz, ich komme sofort. So, Vers 8, ne? War bei 42. So, habe ich das hier. So, jetzt lese ich erstmal 42, Vers 8 und dann lese ich Johannes 5, Vers 23. So. Nee, da war nicht Vers 8. Jesaja 42, Danny? Habe ich. Jesaja 42, Vers 8. So, ja. Ach, ich habe Jeremia aufgeschlagen, deswegen war das so. Hier ist Jesaja 42, wollte schon sagen. So, da haben wir es. Ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinen anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Jesaja 42, Vers 8. Jetzt lese ich Johannes 5, Vers 23. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt genau. hat. Genau. Johannes Amen. 5, Vers 23. Das sagt schon einiges aus, einiges. Ja, und damit haben die Muslime ein großes Problem. Damit, ja, sehr, sehr die glauben so oder so nicht, dass die Bibel original ist. Also, für denen ist es völlig egal, weißt du? Die glauben das, weil sie nie geprüft haben. Aber wir sehen ja jetzt hier erstmal mit der Ehre. Also wie jetzt? Im Alten Testament sagt Gott, ich gebe niemanden die Ehre. Ich gebe niemanden die Ehre. Aber dann lesen wir im Neuen Testament, so wie sie den Sohn ehren sollen. Ne? Kannst du es nochmal bitte lesen? Ja, damit alle den Sohn ehren, wie sie den genau. Vater ehren. Wie den sie Vater den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, genau, genau. Und da lesen wir noch eine weitere Stelle. Ja. Muslime behaupten immer, wo sagt denn Jesus, dass er Gott ist, ne? Das zeige ich jetzt einmal. Oh, da kann ich was Interessantes dazu sagen, was sehr, sehr Interessantes sogar. Warum sieht man nicht? Warte. Das, was du suchst, und ich hole kurz das raus, was ich auch habe, damit alle Muslime es kapieren. Kannst du Jesaja 44, Vers 6 einmal lesen. Jesaja 44, Vers 6, ja. bitte. Warte. So, Jesaja 44, Vers 6. Ja, genau.
So, ich schlage kurz auf. So, da habe ich's. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Jetzt Ja, müssen wir genau. Offenbarung aufschlagen. Offenbarung, genau, Ja, Offenbarung Kapitel müssen wir 1. 1, Vers 17, Offenbarung 1, Vers 17, Genau. 18. Ja, wie im Alten Testament, ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Hä? Genau. So, ich schlag auf. Warte. So, um eins. Das Fleisch, ja, genau. Das Fleisch ist gestorben. Gott kannst du ja gar nicht So. umbringen. Es ist Ich lese unmöglich. Das Offenbarung 1, Fleisch, Vers die Hülle, die 17. Hülle. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und da sprach der Herr Jesus. Da Genau, sprach Amen. der Jesus. Und jetzt gebe ich dir was sehr, sehr Interessantes, denn hier, dass er indirekt sagt: Ich bin Gott. Damit Muslime es ein bisschen kapieren. Die Muslime haben doch 99 Namen für Allah. Kennen wir doch, ne? Ja, Al-Haq, genau. Al-Samad, Al-Hayat, Al-Malik, Al-Nur. Nein, die kennen wir Ja, doch. Die kennen wir doch alle. ja, Gut, ja. was heißt Al-Haq auf Arabisch, auf Deutsch? Die Wahrheit. Johannes Kapitel 14, Vers 6 sagt Jesus: Ich bin die Wahrheit. Hier steht es. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Al-Haq, sagt er. Er sagt: Ich bin Al-Haq. Dann sagt er: Al-Samad, der Ewige. Offenbarung 22. Vers 13, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, das ist der Ewige. Al-Hayat, das Leben, Johannes 14, Vers 6, hier steht es, ich bin der Weg und die Wahrheit, also ich bin der Weg und Al-Haq und Al-Hayat und das Leben. Johannes 14, Vers 6, der sagt indirekt, ich bin Gott. Und dann haben wir noch Al-Malik, der König, Johannes 18, Vers 37, steht geschrieben, da sprach Pilatus zu ihm: So bist du also ein König? Jesus antwortete und sagte es: Ich bin ein König. Und dann haben wir noch das letzte, Al-Nur, das Licht, Johannes 8, Vers 12, da steht geschrieben, warte, Wer ist das Lamm Gottes? Das ist der Herr Jesus. der Jesus Christus. Hier mit Al-Nur, ne, das Licht. Johannes Kapitel Ja. 8, Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Ja, da hat er doch gesagt. Ich Jesus sagt: wollte Ich noch bin eine Stelle Al-Haq, sagen. Al-Samad, Al-Hayat, Al-Malik, Al-Nur. Bruder, Und das sind die 99 Namen Allahs. ich will einen Vers einmal dazu sagen. Guck mal, die Muslime reißen es gerne aus dem Kontext, weil sie werden darauf geschult und trainiert. Das ist ja diese ganzen muslimischen Apologeten, da werden darauf geschult und trainiert, um Verdrehungen, immer die gleichen Fragen. Warum ist das so? Also von A nach B nach C springen, weißt du? Nie in einem festen Stand bleiben, ne? So, wir lesen einmal. Pass auf und zuhören jetzt. Johannes 20, Vers 27. Und ich will das einmal ganz gut erklären. Da spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und sehe meine Hände und reiche deine Hände her und lege sie in meiner Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas, pass auf, antwortete und sprach zu ihm, pass auf, zu ihm. Zu wem sprach er? Pass auf, zu ihm. Tom, also einen Moment, zu ihm, mein Herr. Und mein Gott, also der Thomas sprach zu dem Herrn Jesus, zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und was antwortete der Herr Jesus? Entschuldigung, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das musst du dir mal Amen. vorstellen. Also Thomas spricht zu ihm, zu dem Herrn Jesus Christus, zu ihm. Kennst du die Stelle mit den Fischen? Wo sie, das ist, ich lese das einmal. Das ist am Ende, genau, les mal bitte, oder Johannes 21, Vers 9. Alles Lügen. Du bist alles Lügen, alles Lügen. Hauptsache, Dings, der Islam ist Wahrheit. Das ist für die, Hauptsache, das wollen die hören.
Lies mal bitte. So, ich lese. Johannes 21, Vers 9. Wie sie nun als Land gestiegen waren, sehen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Ja. Das war Johannes, erst, also Johannes Evangelium, Kapitel 21, Vers 9. Ich will oder, meinst du, oder meinst du erst Johannes Brief? Entschuldigung, Johannes 21, Vers 10 und lest mal bitte bis, ja, Johannes 21, Vers 10. Lest das mal bitte mit den Fischen. Ja, Jesus spricht zu ihnen, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Soll ich weiterlesen? Vers 11 ja. noch? Ja. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land voll großer Fische, 153, obwohl es so viele... Reicht. Was meinst du, diese Zahl 153? Was das bedeutet? Voll großer Fische 153. Nur die Zahl 153. Was meinst du, was das bedeutet? Hat das vielleicht mit einem Testament zu tun? Psalm 34, Vers 9? Hat das einen Zusammenhang? Nein. Ich habe mir das mal von Professor Werner Gitt angehört und von Roger Libby. Sag mal. Dass das ein Schlüsselwort ist für Yahweh. Ja, die haben ja immer, die Juden, die Zahlen, das ist immer Quersumme, Rechnung. Ja. Das ist eine richtig sehr komplizierte Rechnung sogar. Und dann kann man mit der Quersumme einen Namen rausfinden. Ja. Professor Werner Gitt und Roger Libby auf Althebräisch ist das die Zahl, Schlüsselwort Yahweh. Das musst du dir mal geben. Warte, gerade diese Zahl. Gerade diese Zahl, es ist nicht, das ist doch unfassbar, oder? Haben wir doch gerade gesagt. Also Lamm und nicht so alt. Verstehen die das nicht, die Muslime? Also Lamm und nicht Gott. Immer diese Mann, verstehst du das nicht? Hey, ist das, ich frage mich wirklich, ich sag doch, da ist so eine Blockade, da ist so eine Wand dazwischen. Da ist eine Wand, eine komplette 10 Betonwand. Da ist eine Mauer, die ist erstmal 10 Meter dick und die sehen da nichts. Die verstehen das nicht. Ne? Hier, diesen MB, ich frage dich. Ist nicht Al-Haq die Wahrheit? Ist das nicht Al-Haq ein Name von Allah? Ja oder nein? Sag nur ja oder nein. Ist Al-Haq einer der Namen von 99 Namen von Allah? Die beantworten, guck mal, die kommen gerne rein, beantworten, wollen so Fragen stellen, aber wenn man sie dann Fragen stellt über den Islam, nein, musst du Gelehrten fragen, ist aus dem Kontext gerissen, nein, stimmt nicht, nein, ist eine Lüge, nein, das stimmt nicht, ist verfälscht, ist naiv. Jedes Mal das Gleiche. Stell mal vor, wir würden das Gleiche mit denen machen. Nein, ist naiv. Wir müssen das. Nein, wir müssen das alles auf Althebräisch lesen und komplett auf Altgriechisch lesen. Und dann müssen wir noch die Gelehrten fragen. Und dann müssen wir noch unsere Ältesten fragen. Chef, das würde ich die ganze Zeit so mit denen machen. Nein, stimmt nicht. Das hat nicht der Herr Jesus gesagt. Auf Althebräisch ist es nochmal eine ganz andere Aussprache. Das ist ja total verdorben. Ehrlich. Guck mal, der MB schreibt: Al-Haq gleich recht, falsch. Al-Haq mit zwei Mal Q schreiben. Das heißt die Wahrheit, mein Lieber. Bitte kein Tachir machen, ja? Nein, du hast nicht drauf gehabt, du hast gelogen. Ja, das ist ja, du weißt ja, mit wem wir es hier zu tun haben. Es sind antichristliche Geister hier, ganz viele. Das wissen wir auch. Deswegen schreiben immer die Muslime unter den Kommentaren Hack. Also nicht Hack, mit K, sondern mit Q. Das hier ist Wahrheit. Guck mal, was guck mal, wieder lügt, sein, wenn man wieder lügt, ey. Ja, wenn man, guck mal, wenn du den Islam verlässt, was passiert denn mit dir? Oh, da, wenn du den Wer Islam verlässt, dann hast verlässt, du riesige Probleme. Du bist tot, du hast die Todesstrafe. Ja. Guck wenn mal, wir lesen mal 1. Johannes 5, Vers 20. Und jetzt zuhören. Dazu lese ich aber einen weiteren Vers. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinen Sohn Jesus Christus. Pass auf, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ah, okay. Dann lesen wir mal weiter. Lass die Muslime, die regen sich auf, weil die wissen... Guck mal, mein Lieber, im ist auch egal, das ist eine Ablenkung. Ich würde darauf gar nicht regieren. Hast du recht. Ich würde darauf gar nicht regieren, reagieren. Guck mal, und dann lesen wir Philipper 2, Vers 5 auch nochmal. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt
Gott es war, ist nicht wie ein Raub festgelegt, Gott gleich zu sein. Pass auf. Sondern entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und dann lesen wir auch nochmal in Korinther. Einen Moment. Dazu lesen wir. Und dann kommen wir auch nochmal zu das Lamm Gottes. Wir lesen 2. Korinther 5, Vers 19. Weil nämlich Gott in Christus war. Okay. Und dazu lesen wir jetzt noch eine Stelle. Zweiter Kolosser, Vers 9. Und hier sagt auch die Schrift, denn in ihm wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Amen. Ja, wie jetzt? Was denn jetzt? Das ist das Problem, die verstehen das nicht, dass er 100% Mensch ist, dass er sich selber erniedrigt hat, aber auch 100% Gott ist. Und darüber lachen die. Aber wenn man dann sie fragt, mit aller Bein, rechte Hände, oh, du bist, stimmt nicht. Darüber werden die aggressiv. Hast du mal gesehen, was die da im Wetter machen, wenn die dann so um den Stein gehen? Unfassbar. Die küssen also, doch ihr den lacht Stein. Christen aus, ihr lacht Christen aus, seid aber selber nicht besser. Die küssen einen Stein, das ist Wahnsinn. Wahre Christen sind auch keine Götzendiener. Wahre wiedergeborene Christen sind keine Götzendiener. Wir beten keine Kreuze an, wir beten keine Statuen an, wir beten keine Gebäude an, wir machen uns keine Abbilder. Und ihr habt einfach keine Ahnung. Verbreitet Lügen, ihr täuscht die Leute von oben bis unten und das ist einfach nur gefährlich, dass wenn solche Leute euch fischen. Wahnsinn, ehrlich. Guck mal, wie die Worte verdrehen, genauso wie Al-Hayat, das heißt das Leben. Ja, Jesus, alles, sagt Johannes 14, Bruder, ich habe das doch selber das gesehen. Bruder, guck mal, zum Beispiel, ich habe ja selber mit Muslimen geredet auf der Straße. Die sagen selber, nein, stimmt nicht. Wenn du den Fragen stellst, stimmt nicht. Aber wenn die Fragen stellen, lachen sie über deine Fragen. Sie bedrohen dich. Aber wenn du den Fragen, nein, stimmt nicht, ist so und so. Guck mal, die erklären dir das, die reden erstmal eine halbe Stunde. Und sie unterbrechen dich. Weißt du, wie oft ich schon mit Muslimen geredet habe? Die unterbrechen dich die ganze Zeit. Nein, die unterbrechen dich, schüchtern dich ein. Wenn du die dann fragst über Sari al-Bukhari, ne, dann merkst du auf einmal, da herrscht ein ganz anderer Wind. Ein ganz anderer Wind. Dann kommen doch mehr Muslime, versuchen die ganze Zeit, der stellt dir eine Frage. Dann beantwortet, nein, hast du nicht beantwortet. Die lenken die ganze Zeit ab. Und das ist diese Täuschung von denen. Du lachst darüber, weil du weißt, guck mal, er lacht, weil er weiß, dass wir ihn erwischt haben. Er weiß es ja auch. Die wissen das. Mithai al-Bukhari, die generell ist ein Muslim, die ganzen Hadithe da, ich kenn da einige davon, bin auch fit dabei. Guck mal, ich habe ja selber mit Muslimen geredet. Eine Stunde lang haben wir über die Gottheit geredet, ne? Eine Stunde lang. Dann habe ich ihn gefragt, bitte, kannst du mir die satanischen Verse erklären, wo Mohammed diese satanischen Verse hatte? Weißt du, was er zu mir meinte? Mhm. Er meinte zu mir, willst du dich mit mir prügeln? Wollen wir uns prügeln? Willst du mich verarschen? Der steht doch bei seinen Schriften. Nein, das musst du dir mal geben. Er sagt die ganze Zeit, oh, du blast, du Dilla, wie kann Jesus Gott sein? Dann fragst du ihn ganz in der Liebe, ich habe eine Frage, kannst du mir bitte erklären? Und die Muslime sind ungerecht. Sie sind ungerecht, deswegen werden ja auch Christen weltweit, ich glaube in den 20 Top-Ländern, also auf Top-Liste, die Bibel ist verboten. Ich glaube sogar in 30 Ländern ist die Bibel verboten. Die Bibel ist verboten. Guck mal, ich selber war in der Türkei. Türkei ist eigentlich noch so locker, aber sogar da darfst du nicht missionieren. Da ist es gefährlich zu missionieren. Ja, Open Doors hat alles offengelegt. Ihr könnt das alle googeln. Open Doors, ja, eine offizielle Seite. Ich kenne selber Muslime, die kommen von diesen Ländern und das sind auch Muslime und die sagen selber, das sind harte Länder, da herrschen harte Gesetze. Nur die Leute sind hier aufgewachsen, leben in so einem Kafirland. Die Deutschen sind so oder so, das sind Ungläubige,
Würden die Deutschen wirklich wahrhaftig wiedergeboren sein, dann würden auch die Muslime denken, was sind das für stramme Christen? Du gehst in die Kirche rein und du denkst, du bist bei Phantom der Oper gelandet. Daniel Pavios, sind wir orthodoxen Nein, Christen Bruder, ich oder würde sind gerne wir auf diese Frage Götzendiener? eingehen. Das sind alles Ablenkungen, deswegen, Aber. Leute, nein, das ist alles eine Ablenkung. Alles Deswegen, ab. kommt zu dem Herrn Jesus Christus, werdet von neu geboren, ihr bekommt das ewige Leben. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst hat der Herr Jesus euch das gegeben. Religion ist eine Last, du musst tun, du musst machen, du musst dies tun, machen, zittern, flehen, damit vielleicht du gerettet wirst. Aber der Herr Jesus sagt, es ist vollbracht. Darum entscheide dich selber. Du kannst entscheiden, du hast den freien Willen. Nimm den Islam an, deine eigene Entscheidung. Du kannst auch zu Buddhisten gehen, deine Entscheidung. Du kannst auch Atheist bleiben, deine Entscheidung, dein ganzes Leben lang. Oder du suchst die Wahrheit. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Denn der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bla bla bla. Bla Wahnsinn. bla bla, sagt ein Bruder Nachfolger. Denny, ich komme sofort. Ich muss kurz was essen. Ich mache das schnell. Ich komme dann wieder rein, ja? Wenn Ja. du noch da bist, auf jeden Fall. Ich komme auf jeden Fall. Ich mache schnell für dich. Ja. Ich mache schon. Dann bis gleich. Ja, Gottes Segen. Gottes Segen. So. Du bist geleitet von Satan. Wo ist deine Liebe? Nur Panik. Ja. Also da seht ihr mal, was für Christen hier drin sind, die mich angreifen. Da seht ihr mal, was für tolle Christen hier drin. Hallo? Hey Danny, Bruder! Ja, hi, wie geht es dir? Gott sei Dank gut. Hast du das mitgekriegt, was Leute reden über dich im Stream? Nö, mir ist es egal. Was erleben die denn? Sie sagen, dass du sagst, ich gehe heute im Puff, weil mir ist vergeben. Und du hast das angeblich drei, vier Mal gesagt, ich gehe heute im Puff, ich gehe heute im Puff. Ja. Also ich sage dir ganz ehrlich, das muss ja wirklich vom Dämon kommen. Also das muss ja wirklich, also diese Ja. Leute, ich weiß nicht, auf welcher Goa-Party die gewesen sind und welche Pilze die da aus Versehen gegessen haben. Und dass sie dann hier reingekommen sind mit Jesus-T-Shirt und die dann hier reinkommen, ich weiß nicht, was die da, ob die da Halluzinationen haben oder ich habe auch viel Wieso sie das so drehen. gehört, ich habe auch sagen. Und Lügen verbreiten, aber man muss auch Fakten bringen und Beweise bringen. Und das sind einfach in meinen Augen irgendwelche, kann ich jetzt auch sagen, irgendwelche Straßengangster, die sich hier als Christen ausgeben, aber bei den Hells Angels sind und ja, Zuhälterei betreiben. Ich habe Dass sie gehört. überall so viel kleinere Sünden haben als die anderen. Ja, sie Sünde, Sünde Also und. es kommt so rüber, als ob manche Leute kleinere Sünden haben als andere. Also, dass ich jetzt gesagt habe, ich gehe ins Bordell, das ist ja völliger Schwachsinn. Also hört man mir überhaupt zu? Hört man mir überhaupt zu, was ich sage? Ich habe, weißt du, was ich gesagt habe? Willst du die Aussage hören? Nochmal, damit du das, du kannst es auch aufnehmen. Nimm das bitte auf, Bruder, was ich ich sage. Nein, nein, weiß, auch bitte. Damit diese bösen Menschen, diese wenn. bösen, warte, pass auf, ich habe gesagt, nochmal, ich sag's nochmal. Als wiedergeborener Christ kannst du in Sünde fallen. So, pass auf. Amen. Reza meinte auch, ein Christ kann in Sünde stark fallen. Jesus hat nie gesagt, du kannst jetzt sündigen, du hast jetzt diesen Fragschein. Nein, hat er nicht. Er hat gesagt, du musst Buße tun. Immer wieder. Wenn du einen Bleistift klaust, Buße tun. Einmal gelogen, Buße tun. Diese Leute reißen das raus. Guck mal, ich habe gesagt, und nochmal, ich sag's nochmal, ein wiedergeborener Christ kann in Sünde fallen. Er soll aber nicht Amen. sündigen. Er soll heilig leben, so wie der Herr Jesus heilig ist. Und diese bösen Menschen, diese Lügner, diese Betrüger, diese Schleimer, die sich so im Chat alle so treffen und Lügen verbreiten über Geschwister, das ist unfassbar schrecklich. So, ich habe gesagt, ein Christ, der von neu geboren ist, der kann fallen und im Bordell sein. Und er tut Buße und sagt, Herr, es tut mir leid, ich bin gefallen. Mein Fleisch war heute schwach. Ich konnte mich nicht beherrschen. Ich konnte mich nicht zusammenreißen. Ich bin da heute reingegangen. Es tut mir leid, Herr. So, ist das jetzt falsch, was ich gesagt habe? Manche heucheln sich selber was vor, denn das wird sehr gefährlich, wenn sie sich selber was vorheucheln, so.
Ja, aber weißt du, was der Herr Jesus mit diesen Leuten macht? Weißt du eigentlich, was der Herr Jesus mit diesen Christen macht? Kannst du dir das vorstellen? Diese Lieblosigkeit, diese Lügen. Stell mal vor, ich verbreite Lügen und sag einfach im Internet, ja, deine Frau klingt mit den ganzen Geschwistern da im Internet. Weißt du, was ich da gerade anrichte? Weißt du, was ich da anrichte, wenn ich diese Lügen verbreite? Kannst du dir Sie vorstellen, wie gefährlich die Zunge ist? werden durch die Die Zunge Trübsal ist ein gehen. Feuer, die bald in Brände setzt. Und diese Leute, tut mir leid, ne? Diese Leute, ich weiß nicht, welcher Geist hinter denen steckt, aber das ist lieblos, das ist keine Bruderliebe, das ist keine Nächstenliebe. Und ja, der Herr wird die strafen, der Herr wird diese Leute zur Rechenschaft ziehen. Jeden Einzelnen, nach seinen Werken. Ich glaube, am liebsten wäre, wenn man so eine TikTok-Versammlung machen könnte, live Nein, 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 in ich will diese Leute Person. meiden. Ich sagte ganz ehrlich, ich will diese Leute meiden, weil, guck mal, das ist, diese Leute tun mir nicht gut. Guck mal, ich segne diese Leute, ich liebe diese Leute, aber ich meide diese Leute, weil sie mir nicht gut tun. Ich habe auch keinen Hass gegen die, ich liebe diese Leute. Ich sehe sie auch nicht als meine Feinde an, aber ich meide diese Leute. So, ich meide diese Leute, ich hoffe, dass sie in den Himmel kommen, ich hoffe, dass ich sie auch eines Tages als Brüder und Geschwister in den Himmel sehe. Ich hoffe, dass sie auch wirklich wahrhaftig wiedergeboren sind. Aber das, was die machen, das sind Brüdermörder. Das weißt du, ne? Wenn du deinen Bruder Ja, nicht mehr siehst, wenn du deinen Bruder siehst und ihn nicht liebst, stell mal vor, der Apostel Paulus hätte über Petrus Lügen verbreitet. Guck mal den an. Das ist so einer und so einer. Was meinst du, was der Herr da gemacht hätte? stell dir mal vor, wie das Paulus gemeint hat. Was habe ich davon, wenn ich den liebe, der mich liebt? Und du sollst den lieben, der dich nicht liebt. Aber wir schaffen es nicht einmal, Brüder, Geschwister zu lieben. Und dann heucheln sie sich was vor von, ja, er hat so gesagt, er hat so gesagt. Wir schaffen es nicht einmal einander zu lieben Guck mal, als weißt du, Geschwister. was das Problem ist? Guck mal, die Leute sind auf TikTok. Ich weiß nicht, warum die auf TikTok sind, aber zum Teil sind die auf TikTok, weil die hier vielleicht so wie so ein HDJ-Verein sich treffen. Ich bin auf TikTok, um das Evangelium zu predigen, aufzuklären. Ne? Ich bin ein erwachsener Mann, ich bitte dich, ich bin ein erwachsener Mann, ich bin doch kein kleines Kind, der hier reingeht. Und dann sagt, ey, guck mal, der ist so und so. Ey, guck mal, der ist so und so. Ich habe dafür gar keine Zeit. Ich will Aufklärung betreiben. Ich will Seelen retten. Ich möchte Seelen retten. Verstehst du? Ich will doch nicht meine Zeit verschwenden hier und nichts gebacken bekommen. Ich möchte Menschenseelen retten. Ich möchte Aufklärung betreiben, damit Menschen zu den Herrn Jesus Christus kommen. Was habe ich Amen. davon, in einen Chat reinzugehen, wo fünf, sechs Christen sind? Ey, hast du schon das Neueste gehört? Der hat gesagt, ich darf im Bordell gehen. Und hat das und das erzählt. Ey, der hat erzählt, wir dürfen sündigen und müssen dann keine Buße tun. Ey, man kann viel Bravo, Denny. rumreißen, man kann viel Bravo, erzählen. Denny. Du Aber die hast Wahrheit mir auch. kommt am, warte, die Wahrheit kommt am Ende des Tages raus. Und diese Christen, die über mich Lügen verbreiten, was meinst du, wie die privat sind? Was meinst du, wie die privat sind so? Im Ist Internet mir kann ich auch, egal, warte, Denny. ich kann nie auf der Kamera fromm machen, liebevoll machen. Aber wie ist man im Privaten? Wie ist man wirklich? Wir kennen das Herz des Menschen nicht. Aber wir wissen ganz genau, der Mensch ist verdorben und bösartig. Und deswegen sollten wir immer wieder füreinander beten, füreinander da sein und uns nicht gegenseitig zerfleischen, weil der Teufel will, dass wir uns zerfleischen. Der Teufel will, dass wir uns die Köpfe einhauen. Das will der Teufel. Der Teufel will, dass wir uns Christen gegenseitig die Köpfe einhauen. Ja, du hast mir jetzt auch einen Denkanstoß gegeben, Danny. Nur noch live gehen, Evangelium predigen, der Gnade Was habe ich und davon? Tschüss. Was habe Frieden. ich? Hallo. Gott Frieden. Was habe ich denn davon? Wenn ich über andere Christen rede, ich habe was Besseres zu tun, ich gehe lieber raus, verpredige das Evangelium der ganzen Schöpfung, anstatt ich jetzt reinkomme und den fertig mache. Ey, dieser ist so einer, das ist so einer. Ey, ich will Seelen retten. Ich will, dass der Himmel voll wird und dass die Hölle leer wird. Was habe ich davon? Was habe ich jetzt davon? Diese ganzen Lügen, die verbreiten, ne? Weißt du, was, das kriegt alles der Herr Jesus ab? Man muss auch die Person selber fragen. Stimmt das? Dennis, ich habe mal eine Frage. Ey, ich habe gehört, da haben Leute über dich geredet. Kannst du das mal erklären? Dann erkläre ich euch das und sage, wie es auch wirklich wahr ist. Ich habe doch keine Zeit, mit fünf, sechs Christen in einen Raum zu gehen, wie so HDJ, wie so Jugendliche, und dann nichts auf die Reihe bekommen. Ich bin hier, ich investiere meine Zeit, damit Menschen das Wort Gottes hören, damit Menschen umkehren, damit sie gerettet werden. Diese Ja. unnötigen Streitgespräche, meide, bringen mir gar nichts. Nein, Ja, ich will nicht. Hoffnung für alle, du hast recht. Ihr hättet das Thema gar nicht aufmachen sollen. Dennis, predige weiter das Evangelium. Ich bin raus und es tut mir leid, wenn ich was Alles an gut.
Ja, alles gut. Das ist ja halt. Und guck mal, guck mal, ich hasse diese Menschen nicht. Guck mal, Leute, alle, die über mich reden, ich liebe diese Menschen, weil der Herr Jesus sagt, ihr sollt einander lieben. Also liebt aufrichtig, liebt ehrlich. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich hasse diese Leute nicht. Und ich werde auch nicht Böses mit Bösen vergelten oder mit dem Finger auf die zeigen. Ich wünsche mir einfach, dass diese ganzen TikTok-Christen, diese Streit-Christen, sich auf den Herrn fokussieren und sich nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, wie so wilde Neandertaler, und der Satan und seine Dämonen lachen sich tot. Guck mal, die Christen, wir brauchen gar nichts mehr machen. Die machen sich untereinander fertig, die Muslime lachen sich tot, die Atheisten lachen sich tot. Das kriegt alles der Herr ab. Investiert eure Zeit, nehmt die Bibel, lest das Wort, predigt das Evangelium, und wenn ihr Streit da rein habt, klärt sie privat. Macht es privat, ruft euch gegenseitig an, klärt es privat, klärt es in der Liebe, betet füreinander, dass der Herr Erkenntnis gibt. So, jetzt bin ich schwach geworden und muss wieder essen, Leute. Meine ganze Power ist weg, ich muss wieder essen. So. Shalom, Gottes Segen. Ja, Salam alaikum, wie geht's dir? Wa alaikum assalam, Alhamdulillah. Ja, ich find's einfach nur traurig, Ja, weißt ich auch. Ich auch. du? Was sagt denn der Herr Jesus Christus? Er sagt doch, ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Was ist daran so schwer? Was ist daran so schwer? Ja, Was das. ist daran so schwer? Der Herr Jesus sagt doch, an meine Liebe werdet ihr sie erkennen. Nicht an meinen Hass, nicht an meinen Hochmut, nicht an Stolz, sondern an die Liebe. Und die Liebe ist aus Gott. So, und die Liebe ist das Stärkste auf der ganzen Welt. Die Liebe bezwingt alles, die Liebe besiegt alles. So, und die Liebe soll aufrichtig sein und ehrlich sein. Lasst uns nicht lieben mit Worten, sondern mit Taten. Lasst uns auch Liebe in Taten zeigen. Aufrichtig zeigen. Nicht um andere Menschen zu gefallen, wir sind es Gott schuldig. Ich bin es dir nicht schuldig, dich zu lieben. Nein, nein, ich bin es schuldig, Entschuldigung, ich bin es schuldig, weil Gott gesagt hat, du sollst lieben. Nicht, weil einer das mir gesagt hat. Gott hat gesagt, du sollst lieben. Du sollst deinen Feind Natürlich. lieben. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist Liebe. Weil der Herr Jesus gesagt hat, ihr sollt lieben, sind wir Gott es schuldig. Du bist es nicht deine Mutter schuldig, dein Vater schuldig, du bist es Gott schuldig. So wie er uns geliebt hat, so wie er ans Kreuz gegangen ist, so sollst auch du dich verleugnen. Du sollst jeden Bruder höher sehen als dich selber. Du sollst dich selber klein machen. Bist du bereit, auch deinem Bruder die Füße zu waschen, dich selbst zu verleugnen, dich selbst zu erniedrigen, bedingungslose Liebe zu haben, auch wenn er dich hasst, auch wenn er über dich schlecht redet? Du sollst ihn unendlich lieben, so wie der Herr Jesus die Menschen unendlich liebt und uns unendlich liebt, weil wir jeden Tag Fehler machen. Schöne Worte, aber wer ist denn hier so? Ich rede allgemein. Ich rede allgemein über allgemein. So. Deswegen, wir sind es dem Herrn schuldig. Das ist doch unfassbar traurig einfach. Was meinst du, wenn der Herr Jesus Christus alle Christen jetzt, die sich gegenseitig fertig machen, und der Herr Jesus Christus und die Apostel würden da in der Mitte stehen und würden nur zuhören und uns anschauen? Ja, die wären Was traurig, meinst du? ne? Warte, warte. Weißt du, was die gesagt hätten? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist aus euch geworden? Das kann doch nicht mehr euer Ernst sein. Verstehst du das? Wie er Sache ist, weißt du eigentlich, wie ernst diese Lage eigentlich ist? Wir verschwenden unsere Zeit. Der Herr Jesus kann jederzeit wiederkommen. Du kannst morgen sterben. Du kannst morgen sterben. Deswegen sollst du die Stiefel des Evangeliums anziehen, die Rüstung, das Evangelium verkündigen. Was? Ja. Mein Reis ist fertig. Oder? Bin auch fertig. Ja, ich habe die Kamera. Ja, aber auch wenn die Leute über den Leser reden, man muss diese Menschen immer segnen. Immer wieder segnen und Ja. beten und beten. Okay, sagen wir mal, ein Bruder verurteilt andere. Bist du denn besser, wenn du ihn auch verurteilst? Das Wort sagt doch, du sollst nicht Bösen mit Bösen vergelten. Du sollst dich nicht rächen. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Alles soll man dem Herrn übergeben. Aus eurem Mund soll kein schlechtes Wort kommen. Es soll Segen aus eurem Mund kommen und nicht Fluchen oder Bitterkeit. Ist das nicht so schwer? Ja, natürlich. Alhamdulillah. Ja. Ja. Ja, und der Bruder hier ist schön am Strand. Wer? Mit Motorradfahrer. Ach so,
Sifu, JC. Sifu, ja, der, den geht's gut. Der hat sich schön zurückgezogen, irgendwo schön in Spanien. Bei ihm kommt teilweise Spucke beim Reden. Bei mir kommt auch keine Spucke beim Reden. Diese Leute. Ja, ist okay. Alles gut. Dann ist es so. Ich bin auch, ist okay. Deswegen ist auch alles hier vollgespuckt. Entschuldigung, tut mir leid. Das hat er recht. Warte ganz kurz, ich zeige das einmal. Warte ganz kurz. Ja, hier alles Spucke. Alles Spucke. Literweise. Ja. Wie geht's dir eigentlich sonst so, Jack? Ja, es macht mich halt schon traurig mittlerweile, dass jetzt alle so hin und her irgendwas erzählen, ne? Vor allem, dass sie etwas glauben, ohne halt nachzufragen. Wie mit diesem Video von Reza, ne? Ohne mal Ja. nachzufragen. Warte mal, Reza, ist das wirklich eine Lehre, dass man alles machen darf, obwohl es ja nicht so ist? Ja. Ja, man muss halt selber wissen, ob man andere so schlecht machen möchte, ob das den Herrn auch wohlgefällig ist, so diese Lügen zu verbreiten. Genauso wie ich auch. Die sagen ja über mich, dass ich, also man darf in Bordell gehen. Das ist ja Schalom. unfassbar. Schalom. Ja, das ist heftig, ja. Das ist ja unfassbar. Ja, Schalom an alle, Gottes Segen. Shalom, Bruder. Über was redet ihr gerade? Ja, halt über diese Lügen, die verbreitet werden, dass Reza gesagt hätte, dass alles erlaubt ist. Bruder, Der die ist haben doch alle einfach, das gesagt, ne? ich habe ein Gespräch sogar geführt mit diesen Leuten, ne? Die diese ganze orthodoxen Katholiken da, die meinen so, Reza hat so und so gesagt, der Janis hat so, ich so, nein, hat er nicht. Der hat das doch gesagt mit Buße tun, alles drum und dran. Ihr versteht es wiederum nicht. Ja, am Ende. Ja, er hat's gesagt, was wollt ihr jetzt? Was ist jetzt der Punkt? Was wollt ihr jetzt haben? Ja, er hat nur so gesagt, weil wir drauf angesprochen. Nein, hat er nicht. Er hat es gesagt, ihr kommt nicht drauf klar, dann habt ihr Pech. Da kam einer, der nennt sich, was weiß ich, Holy Spirit oder irgendwie so nennt er sich. Der schreibt mich einfach an. Der beleidigt mich. Der schreit mich an. Unterbricht mich. Ich verstehe mit den Typen nicht. Aber mit denen werde ich auch nochmal ein Gespräch führen, weil er meint, wir verbreiten ja Lügen. Ne? Und ich zeige ihm, was wieder die Wahrheit ist. Weil ich weiß nicht mal, was eine Glaubensrichtung er hat. Der ist einmal mal hier orthodox, einmal mal Katholik, einmal hier so ein Charismatiker. Der ist irgendwie gefühlt alle Religionen in einem. Ist auch so Wahnsinn, sowas. Ja, Aber jetzt alles Worte, gesehen. Vertreter. Ja. Shalom, meine Brüder. Shalom, Gottes Segen. Und apropos, dieser Holy Spirit, der ladet ja auf seinem Channel immer so, der hat ja vorher immer so Live-Aufzeichnungen der Überschrift Reza, der irre Lehrer. Und der lädt auch immer so Ausschnitte hoch und stellt den halt richtig so eklig dar, so weißt du. Ja, aber Obwohl er weißt du, gar was nichts der? Falsches. Ja, Er weißt du, wie sagt ja der? nichts Falsches. Sogar in den Kommentaren siehst du dann, ja, Reza sagt doch gar nichts Falsches. Aber Ja, er aber kommt dann mit so Überschrift. weißt du, wie der überhaupt über uns redet? Ich habe ja ein paar Aufnahmen. Der beleidigt die ganze Zeit so. Ja, ihr Christen, ihr habt nur 66 Bücher, ihr Schwachpunktköpfe und so. Ach, ihr habt überhaupt gar keine Weisheit und so. Ihr seid total, wirklich, also man denkt sich wirklich, was redet der Typ eigentlich? Der Typ hat wirklich eine Bitterkeit. Der Typ hat wirklich, man merkt auch wirklich, wirklich, wenn du da Die haben reingehst, es alle geht nur um denselben Lästern, Geist, es geht nur glaub um Lästern. mir. Guck mal, ich war beim Sport und dann hat er über mich Lügen verbreitet, wo ich mir dachte, hä, das stimmt doch gar nicht, was er gerade da erzählt. Ey, das ist ja richtig, ey, tut mir leid, schlangenartig. Es ist einfach nur schlangenartig. Der sagt, dass ich da irgendwie bei ihm drin war und dann habe ich meinen Livestream gemacht und habe dann das und das erzählt, wo ich mir dachte, ja, ich bin doch beim Sport, was redet der Typ da gerade? Wo bin ich denn live? Also es ist wirklich, es wird gelogen, Ja. verdreht und ja, der Herr wird das sehen. Der Herr wird das alles offenbaren.
Ja, Das das hat auch siehst du mit auch mir nicht nur gemacht. bei denen, auch bei den Muslimen und bei den, zum Beispiel bei meinen Landsmännern. Das sind so richtig Kommunisten. Die haben alle denselben Geist, alle sind gleich. Das merkst du an den Verhaltensweisen. Die reagieren immer gleich. Immer Ja. schalten auf Ignoranz und beleidigen und der Lügen, Ja. Der hat Verleumdung. das auch mit mir gemacht. Hat auch mit mir gemacht. Der hat auch gesagt, ich habe Alles vom den selben Radios Geist. widerlegt. Ich hatte nicht mal ein Gespräch mit denen geführt. So, was labert der für Müll? Ich hatte nicht mal ein einziges Gespräch mit denen geführt. Ne? Ich habe mit ganz andere Person geredet. Er unterbricht mich. Dann bin ich rausgegangen, weil, was unterbricht er mich? So, ich bin gerade mit einer ganz anderen Person am Reden. Und dann meint er so, der hat Gespräche mit mir geführt, hat mir alles gezeigt, der hat mir gar nichts gezeigt. Der Typ lebt, glaube ich, in seiner eigenen Welt. Der braucht psychische Hilfe, sag ich dir ehrlich. Da stimmt was ganz sicher nicht bei dem. Ist er so am Lügen, so hinterhältig, das ist schon krankhaft. Ja, wir müssen aber immer noch beachten, dass das halt der Geist ist von ihm, ne? Und nicht er selbst. Hast du auch wiederum recht, ne? Man kann nur für ihn beten, ehrlich. Man kann nur für ihn beten. Wir zeigen Nächstenliebe, er zeigt Hass, er beleidigt mich, ich segne ihn. Das sind die Unterschiede zwischen mir und denen. Niemals hassen, ne? Wie es geschrieben steht, ne? Wir sollen unseren Nächsten lieben, selbst unsere Feinde sollen wir auch lieben. Weil Feuer bekämpft man nicht mit Feuer, sondern mit Liebe. Nicht jeder, der sich Christ nennt, ist wirklich Christ. Genau, das stimmt. Ja, man muss auch prüfen. In Matthäus Kapitel 7, Vers 22 bis 23 steht ja sogar auch geschrieben, viele werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen Wundertaten vollbracht, in deinem Namen das alles gemacht? Und der Herr wird denen sagen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das sind diese Namenschristen oder diese Fake-Christen, die mit einer Religion-Lüge leben. Na, und das, genau das sind diese Leute. Ich empfehle jeden Einzelnen, der es jetzt hört, kehrt um und fangt an, die Bibel zu lesen. Alle Antworten, alle eure Fragen findet ihr in der Bibel. Alle Antworten sind drinne. Das ist wirklich, ich war selber Katholik. Ich war mit 16 Katholik. Und ich habe nur die Bibel gelesen. Ich wäre sogar Priester oder was weiß ich so geworden, ne, weil ich ja in diese Richtung langsam gehen wollte. Ich habe dann angefangen, die Bibel zu lesen und ich merke auf einmal, ja, die Bibel sagt ja was anderes als die Kirche. Das sind ja, beispielsweise die Bibel sagt A, die Kirche sagt Z. Ja, wir hatten recht. Gottes Wort oder eine Kirche? Na, und Ja, da aber war ich 16, die ne? Leute verstehen ja nicht, die wissen ja nicht, was Gottes Wort ist, weil sie nicht, sich noch nie damit beschäftigt haben. Zum Beispiel, und dann denken die halt, dass wir alle Reza folgen. Aber ich habe ja gestern im Livestream schon gesagt, ich habe einen Bibelkurs genommen von dem Manfred Röseler und ich habe nachgeprüft, was Reza da sagt. Und in dem Bibelkurs steht auch geschrieben, dass wenn du in den Glauben kommst, dass das Fundament ist die Bekehrung, die Wiedergeburt und die Heilsgewissheit. Erst dann kannst du ein geistlich wachsen, wenn du die drei als Fundament hast. Ja, das ist bei Katholiken ist das Fundament die Kirchenväter. Einfach die Kirchenväter. Ne, ihre Tradition ist damit gemeint. Ne, was die Apostelschüler sagen. Ja, weil ich interessiert mich, was ein Schüler sagt. Wenn der Apostel aber was anderes sagt als der Schüler, wer hat ein Recht, der Apostel oder der Schüler? So ist es bei den Katholiken zum Beispiel. Na, und das ist Ja, und das wirklich wollen die der uns jetzt Wahnsinn. auch mit Reza anhängen. Weißt, verstehst du das nicht? Das wollen die uns jetzt auch Ja. mit Reza, Prophet Reza und so anhängen. Aber die verstehen nicht, Hammer, ne? dass es von der Bibel ist, weil sie sich nie Die mit verstehen das dem alle Wort nicht. Gottes auseinandergesetzt haben. Die denken einfach, wir hören Reza zu und vertrauen ihm blind so. Wir haben selber Reza geprüft, was er sagt. Also ich habe es zumindest gemacht. Ja, ich auch, weil man muss ja alles prüfen, steht geschrieben. Also prüfet und behaltet das Gute, steht geschrieben. Na, wir müssen alles prüfen und prüfen, ob er wirklich ein Wiedergeborener ist. Das ist auch sehr wichtig. Na? Nicht nur Weil das, falsche sondern auch, Quellen gibt dass er es das viele. Richtige lehrt. Nicht, dass es nennen sich ja viele auch Wiedergeborene, aber die lernen was komplett anderes. Weißt du, was Ja, ich meine? Du musst auch prüfen, genau. was er lehrt oder was er predigt. Ja, das ist immer wichtig. Und wie prüft man? Anhand der Bibel. Wir prüfen die Ja. Katholiken anhand der Kirchenväter. Ist doch der Wahnsinn. Wenn ich, da komme ich selber manchmal drauf nicht klar.
Ich denke mir so, ich stelle beispielsweise manchmal Fragen und die zitieren mir Kirchenväter. Ja, der Kirchenvater Ignatius hat mir gesagt, ich denke mir, guck doch, was die Bibel sagt und nicht, was der sagt. Na? Wenn irgendwelche Fürbitten an Heilige gemacht werden, ja, wo steht's in der Bibel? Ja, Bibelvers habe ich bis heute noch nicht. Deswegen, das ist, die sind geblendet. Ich war ja selber so ein Blender. Du musst bedenken, ich war ja selber mal Katholik. Ich war ja selber so ein Blender. Ja, Erst wo ich du gelesen kommst habe, doch von da, du weißt ja Stück für Bescheid. Stück habe ich erkannt. Das ist Wahnsinn, ehrlich. Ich habe sogar ich habe Kontakt, ne? Da haben wir mal so Kontakt gehabt. Ich kann aber jetzt noch immer Kontakt aufnehmen, wenn ich möchte. Ich habe den ja noch immer. Ein Kardinal im Vatikan, eine Stufe vor Papst. Vielleicht wird der nächste Papst, wer weiß das schon. Er ist ja diese, einer der Kardinäle. Sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Und ich habe den damals gefragt, er kann mir nichts aus der Bibel sagen, nichts. Na? Ich habe ihn Sachen gefragt, wo steht das in der Bibel, wo steht das? Weil der war ja quasi wie mein Mentor. Na, ich war ja Ja. Katholik, ich bin bei ihm beichten gegangen, ne? Dann haben wir die Beichte gemacht und du kennst ja mit dem Beichtstuhl und sowas. Ne, und alles gemacht, volle Programm. Ne, Firmung hier. Und er kann mir nichts aus der Bibel zitieren, nichts. Ich sage, wo steht das in der Bibel, Babytaufe? Ja, ja, dafür gibt es eine Firmung. Ne, da nimmst du den Herrn ja da an, ne, freiwillig. Und ich denke mir so, hä, warum ändern wir jetzt die Schrift? Steht irgendwo in der Bibel, mach eine Firmung? Steht nicht direkt schon, wir sollen den Herrn annehmen und dann erst taufen lassen? Ja, Und dann könnt ihr nur mit Kirchenväter antworten, aber nicht mit der Bibel. Da fängt das schon an. Und ich sage dann so, ja, wo steht das in der Bibel? Wo steht hier in der Bibel? Der sagt so, es steht nicht. Er hat mir ins Gesicht gesagt, ja, er gibt es nicht. Es gibt keinen expliziten Bibelvers dafür. Ja, und die Na? juckt das auch nicht, die machen es Der juckt trotzdem das gar weiter. nicht. Ja. Der juckt das gar nicht. Und da denke ich mir, ey, Ja, du aber bist dann siehst jetzt. du auch, was sie für einen Geist haben. Ja? Da das war es, wo ich aufgewacht bin langsam, wo ich dann gemerkt habe, irgendwas stimmt hier gar nicht. Die Kirche sagt was anderes als die Bibel. Ich habe ihn ja geprüft, er war ja mein Mentor, ich bin mit denen aufgewachsen, so muss das vorstellen. Na, der hat ja mit mir da in der Nähe alles gewohnt und er ist ja Priester ganze Zeit da gewesen. Jetzt ist er Kardinal. Er verdient richtig fettes Geld in der Kirche. Mein Cousin hat mit denen auch geredet. Wir saßen alle in einen Tisch, haben ihn gefragt. Ja, warum verlässt du nicht diese ganze Kirche? Warum sagst du nicht den Leuten direkt die Wahrheit? Ja, sollen wir den Milliarden Menschen erzählen, dass wir in einer Lüge die ganze Zeit leben? Ja, Wahnsinn. guck mal, wie hart. Sollen wir den ganzen Menschen erzählen, dass wir in einer Lüge leben? Das werden doch die 1, was weiß ich, 3 Milliarden Menschen auch gar nicht mehr glauben hier. Die Kirche hat immer genau wie ihre Ablassbriefe. Ja, ihr wollt Sündenvergebung? Ja, dann kauft mal welche ab, ne? Da musst du dir mal vorstellen, im Mittelalterzeit, go Ablassbriefe. Ne? Und ich denke mir so, was ist denn hier? Was geht denn hier ab? Oder der Zölibat, ne, was sie da eingeführt haben. Erstens schon mal gegen die Bibel. 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 sagt, wenn du im Bischofsdienst, Ältestendienst eintreten willst, also Offizierdienst, musst du Mann einer Frau sein und Kinder haben und alle gut erziehen und weitere Eigenschaften erfüllen. Dann kannst du eine Gemeinde leiten. Die haben einfach ein Zölibat eingeführt. Du darfst keine Frau haben, nichts. Die haben einfach ein Zölibat eingeführt. Du darfst keine Frau haben, nichts. Die haben einfach ein Zölibat eingeführt. Du darfst keine Frau haben, nichts. Die haben einfach ein Zölibat eingeführt. Du darfst keine Frau haben, nichts. Die haben einfach ein Zölibat eingeführt. Du darfst keine Frau haben, nichts. Die haben einfach ein Zölibat eingeführt. Du darfst keine Frau haben, nichts. Welle alles. Ja. Die haben das eingeführt, weil ihre ganze Hab und Gut, das eigene Eigentum an die Kinder ging und nicht an die Kirche. Deswegen kam der Zölibat, dass die ganze Erbschaft an die Kirche geht. Die Kirche braucht Aber doch du wieder weißt Geld. dann, dass es bei vielen nichts bringen wird. Du weißt genau, wie die dann reagieren, wie bei den Muslimen. Es werden halt nicht Ja. alle dann die Wahrheit sehen wollen. So, die meisten werden es dann halt unter den Teppich kehren oder so tun, als Das ob sie es stimmt. nie gehört haben Das und stimmt. Aber wie es weitermachen. Jesus sagt, immer Samen legen. Kommt es auf eine Ja. gute Erde, wird es Frucht bringen. Ist das eine schlechte Erde, dann hat er Pech. Da können wir auch nichts mehr machen. Vielleicht noch beten Ja, für ihn, jetzt wird aber ja Herz wir schon können ihn dann verhärtet, nichts so wie mehr es machen. immer sein. So Hat wie der es auch in Herz der verhärtet, Bibel ist steht. tschüss. Ja. Pavius, das stimmt nicht, was du sagst. Warum verbreitest du bewusst Lügen? Warum? Ach, hat Was die stimmt Kirche nicht nicht? Ablassbriefe eingeführt? Hat der ganze Vatikan römisch-katholisch hier nicht eingeführt, dass der Zölibat drinne ist? Zölibat habt ihr heute noch. Und dass es wegen der Erbschaft ist, also der ganze Eigentum
an die Kirche geht und nicht mal an die Kinder. Hattest du die nicht? Also, da mache ich mal nächstes Mal ein Video draus. Dann, mein Lieber, kannst du ein bisschen lernen. Der Wahnsinn. Ehrlich, was die da lehren generell, das ist. Die Kirche war für mich der größte Schock. Und du musst bedenken, ich als Italiener, ne, Sizilianer, Ja, der Mann. mit dieser Tradition aufgewachsen ist, 0 auf 100, alles Mögliche, volle Programm, richtig in diese Tiefe drin. Am Anfang kapierst du nicht vieles, ist ja klar, weil du nur blind folgst. Und dann verstehst du erstmal ein bisschen, weil du dann jetzt die Kirche folgen willst. Und dann liest du die Bibel. Und das ist der Knackpunkt. Wer die Bibel liest, der wird erkennen. Wer aber blind liest, guck mal, die sagen ja auch, nur die Priester dürfen das, die Bibel auslegen. Ja, was ist denn da los? Gibt es VIP-Priester oder was? Ja, Was sagt denn 1. Petrus stellen. Kapitel 2, Vers 5? Wir sind alle Priester, wir sind ein auserwähltes Geschlecht, alle, die von neuem geboren sind. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 sagt es auch nochmal. Ein königliches Priestertum haben wir alle, die von neuem geboren sind. Nein, es gibt aber bei dem VIP-Priester nur die dürfen die Bibel auslegen, kein anderer. Das musst du mal vorstellen. Das musst du mal vorstellen. Und da Ja, fängt das schon klar. an, dieses Fragezeichen. Das Ding ist, es gibt auch sowas wie kognitive Dissonanz. Das heißt, wenn du in was reingeboren wirst, dass es dir richtig schwer fällt, da wieder rauszukommen, auch wenn du erkennst, dass es eine Lüge ist. Du willst in dieser Lüge leben bleiben, weil es so bequem ist, weil du dein ganzes Leben danach gerichtet hast. Und wenn du jetzt auf einmal aus dieser Lüge raus musst, ja, dann ist das ein Kampf gegen deine eigene Identität, so, was du dir aufgebaut hast. Und Ja, Leute mit okay. großem Ego, boah, für die ist es fast unmöglich, dann aus dieser Lüge rauszukommen. Das Das ist stimmt. dieser falsche Stolz. Guck mal, einer schreibt, hast du dich von Angelo erholt? Mein Lieber, ich habe die komplette Aufnahme, zwingt mich nicht, dies hochzuladen. Da sehen wir, dass dieser katholische Angelo komplett mundtot war. Bis heute warte ich noch auf eine Antwort. Also zwingt mich nicht, irgendwelche Videos hochzuladen und verbreite keine Lügen. Das Was ist war doch denn der mit diesem Wahnsinn. Angelo? Guck mal, der hat mit mir ein nettes Gespräch geführt. 1 Uhr Ja. morgens, 0 Uhr, was da war, ne? Ja. Gestern, beziehungsweise heute war ja so 0 Uhr, 1 Uhr. Und da habe ich gesagt, komm, lass uns über die Babytaufe reden. Ne? Lass uns nicht so ein bisschen drumherum, sondern Tacheles reden. Babytaufe. Ja, einstimmig. Wir haben es mit Geduld gemacht. Wirklich mit Geduld. Hast du kein Auto, ist kein Problem. Wir warten kurz. Schlag auf. Na, wir sind ja nicht allwissend. Wir haben aufgeschlagen. Direkt am Anfang war schon das erste Zittern so gesehen dabei. Er kriegt keine Antwort. Er antwortet mir nicht mal direkt. Er will drumherum reden. Ich so, lenk mich ab. Antwort richtig. Ja. Kann ich darauf antworten? Gibt dann eben eine komische These raus, die nicht mal stimmt, mit Lügen verbunden. Und ich denke mir so, alles klar, okay. Komm, gehen wir mal weiter. Lass mir es erstmal so stehen. Der Zuschauer sieht es. Der Zuschauer ist doch nicht dumm, mein Lieber. Dann sind wir Nein, aber irgendwann so das weit ist genau gegangen. der Fehler. Du darfst nicht springen wie bei den Muslimen. Die springen ja auch von Thema zum Thema. Du musst das so lange durchziehen, bis er sagt, ja, ich habe keine Ahnung oder ja, ich denk nochmal Habe ich darüber gemacht am nach oder Ende. so. Aber du darfst ihn nicht springen lassen. Weil wenn du Nee, habe den ich gemacht am einmal Ende. springen lässt, der wird immer weiter springen und der wird immer wieder drumherum reden. Du musst Ja, ihn das habe ich auch festnageln, in die Ecke gemerkt. dringen. Das habe ich dann gemacht, weil Ansonsten. mir das auf die Nerven langsam ging, dieses Drumherum. Und dann habe ich gesagt, guck mal hier, Babytaufe, da steht es. Apostel, ich glaube, das war jetzt Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 14 bis 17. Na? Die Samaria waren nur getauft durch den Herrn Jesus. Also die waren getauft, hatten die Taufe gehabt, aber hatten nicht den Heiligen Geist. Er hat mir davor gesagt, die Taufe rettet und die Taufe gibt dir den Heiligen Geist. 100%. Das war seine Antwort. Ich habe alles auf Aufnahme. Und dann habe ich gesagt, lesen wir doch die Schrift. Das war jetzt dein Wort, dein Kirchenwort. Das vertritt ja auch die Kirche. Was sagt die Bibel? Apostel.